Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flüglein hätt, flög ich zu dir, weil's aber nicht kann sein. Die Beziehung zu diesem deutschen Kinderliederbuch von Adelheid Wette und Engelbert Humperdinck ist, ich fand es vor 2,5 Jahren in einem Antiquariat. Ich bin ja in meinem Beruf immer auf der Suche in Auktionshäusern, in Antiquariaten und in Bibliotheken und Archiven nach unentdeckter Musik, die wir vergessen haben. Und so stieß ich auf dieses deutsche Kinderliederbuch, war sehr, sehr überrascht, dass das existiert. Engelbert Humperdinck ist ein großer und berühmter Name und ich wusste nicht, dass er das geschrieben hat. Als ich dann es mir anschaute und feststellte, dass er nicht nur eigene Lieder, die seine Schwester mit Texten versehen hat, beigesteuert hat, sondern auch gesammelt hat, und zwar über die Jahrhunderte, in der Volksliedern, Kinderliedern, aber auch bei großen Komponisten wie Schumann, Mozart und Weber, da merkte ich, dass eine der Hauptquellen der deutsche Liederhort von Ludwig Erck aus der Mitte des 19. Jahrhunderts war. Und als ich dieses Buch im Original aufschlug, da war ich doch einigermaßen geplättet, eine große Seite zu sehen, in der Ludwig Erck seinem, wie er schreibt, geliebten Pflegevater dankt. Aus dieser Inspiration heraus entstand die Idee von Thomas Fritsch, dieses Kinderliederbuch dafür zu nutzen, um auf das wichtige Thema Pflegeelternschaft aufmerksam zu machen. Als ich zum Sonderbotschafter des Burgenlandkreises berufen wurde, habe ich unter den Themen, für die ich mich engagieren möchte, auch das Thema der Pflegekinder und Pflegefamilien genannt. Weil ich bin selbst ein Pflegevater und ich bin ein sehr begeisterter Pflegevater. Und ich bin dies nach Widerständen geworden, denn als meine Frau diesen Gedanken in unserer Familie aufbrachte, war ich aus Unkenntnis sehr abwehrend. Und wie es anderen Menschen auch ergeht, wenn man etwas nicht kennt, dann stellen sich zuallererst Ängste ein. Und Ängste führen zur Ablehnung. Und nun haben wir seit reichlich 7 Jahren eine Pflegetochter in unserer Familie aufgenommen. Ich kann heute bekennen, das war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben und die wir im Leben unserer Familie getroffen haben. Dank der beiden Sponsoren aus dem Burgenlandkreis konnte das Herzensprojekt finanziert und somit realisiert werden. Ja, ich glaube, es verknüpfen sich hier zwei Themen. Das eine Thema ist die frühkindliche musische Erziehung und das andere ist die Förderung von Pflegschaften. Beides betrifft Jugendliche bzw. Kinder und das ist natürlich eine Zielgruppe, die uns als Sparkasse am Herzen liegt. Wir hatten den Eindruck, dass mit dieser CD beiden Themen ein gutes Werk getan wird. Was die Pflegschaften betrifft, ich glaube, das sind Kinder, die ganz besondere Förderung bedürfen. Und insofern ist, glaube ich, jeder Euro, der dafür eingesetzt wird, ein ganz wichtiger für uns alle. Wir haben uns diesem Thema genähert, weil wir glauben, dass wir mit mehreren Schultern, Sparkasse, wir, Privatspender, der Burgenlandkreis, etwas Größeres bewegen können. Das waren nicht bloß 500 Euro, die hier gespendet worden sind generell. Und ich glaube, dieses Thema Pflegschaft geht in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ziemlich unter. Mir war das persönlich auch nicht bewusst. Und ich glaube, dass Thomas Fritsch als Botschafter zu diesem Thema hervorragende Arbeit leistet. Und das wollten wir gerne unterstützen, um das ins Bewusstsein der Menschen hochzuheben, weil es da erheblichen gesellschaftlichen Bedarf gibt, Kindern da eine vernünftige Zukunft zu geben. Und ich glaube, das haben wir nötiger als alles andere. Wenn man sich so umguckt, Kinder sind die Zukunft und da wollten wir einfach einen Beitrag dazu leisten. Mir liegt es besonders am Herzen, ich habe selbst 3 Enkelkinder und ich finde es immer schön, mit den Kindern zu singen. Ich habe es praktiziert als Oma und die Kinder sind immer begeistert. Und ich denke, diese CD mit den sehr schönen Liedern und sehr kurzen Liedern, die trägt ein bisschen dazu bei, Kinder an Musik heranzuführen. Der Club besteht jetzt 26 Jahre und wir spenden seit dieser Zeit für soziale Projekte, für Hilfsprojekte internationaler und nationaler Art. Und hier in Naumburg war uns der Künstler Thomas Fritsch sehr bekannt und wir bewundern seine Arbeit. Und er kam auf uns zu mit dieser Frage Pflegekinderwesen.
Und da schließt sich der Kreis zu Ihnen. Es sind zwei Punkte, die uns ganz wichtig sind. Das ist das Pflegekinderwesen, was gar nicht genug geschätzt werden kann. Denn es ist mit eigenen Kindern schon mal nicht einfach und dann mit Pflegekindern erst recht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diese künstlerische Arbeit von Thomas Fritsch und seinen Kollegen, das zusammenzubringen und das auf einer CD zu bannen, fanden wir ganz toll und haben das sehr gerne unterstützt und hoffen, dass das jetzt auch eine Resonanz bringt. Also die CD ist das eine, aber jetzt muss es auch publik gemacht werden. Das ist eigentlich so ein Anliegen, was ich noch habe, was wir weiter unterstützen müssen und dafür ein bisschen klappern. Neben der Vorstellung des Kinderliederbuches stand die Sensibilisierung und Betonung des Themas Pflegeelternschaft im Vordergrund. Dazu waren engagierte Pflegeeltern aus dem Burgenlandkreis anwesend, um von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten. Also für uns ist das ganz einfach. Es gibt ja die und die Kinder. In seinem Fall zum Beispiel, er kennt seine Eltern so nicht mehr. Da war ja ein Jahr, anderthalb ungefähr. Seitdem haben die sich nie wieder gemeldet. Das heißt, er weiß, dass es uns gibt und seine richtigen Eltern. Aber er weiß genauso gut, dass er eine komplett intakte Familie mit Geschwistern und allem drumherum hat. Und der Grund, aus dem wir Pflegeeltern geworden sind, denke ich, ist, weil wir sehr sozial engagiert sind, Kinder lieben und ihnen auch zeigen können, wie schön die Welt sein kann. Für die, die es halt nicht könnten. So, im Fall von Raoul, er ist jetzt seit 12 Jahren bei uns. Erst gekommen und nie wieder gegangen. Das Jugendamt des Burgenlandkreises informierte über den aktuellen Stand und die derzeitige Situation von Pflegefamilien hier im Landkreis. Da dieses Jahr das Pflegekinderfest ausfallen muss, verschenkt der Burgenlandkreis die CD an die Pflegeeltern unseres Landkreises.